Moin moin meine Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag. Wir fangen direkt an mit dem Derby, nicht so lange schnacken. Wir gehen direkt in die Pressekonferenz rein. Es heißt HSV gegen unseren magischen FC St. Pauli, der erste gegen den zweiten. Wir haben 9 Punkte Vorsprung und wollen diesen Vorsprung natürlich halten oder ausbauen. Im letzten Spiel hatten sie gegen Hamburger SV kaum Probleme und hatten am Ende 3 Tore erzielt. Schaffen sie diesmal erneut einen Sieg. Also wir haben es auf jeden Fall drauf. Wir können die auf jeden Fall schlagen. So ist das nicht. Glückwunsch. Im letzten Spiel konnten sie die Entscheidung für, hä? Konnten sie für die Entscheidung sorgen. Glauben Sie, dass Hamburger SV sich Sorgen macht? Wir müssen nur auf uns selber gucken. Der Rest ist uninteressant. Können Sie weiter solche Leistungen zeigen? Wir sind nach wie vor gut drauf. Ich denke, alles andere wäre Quatsch. Ja, und somit ist die Pressekonferenz auch vorbei. Und wir gehen rein ins Spiel. So, und hier sind wir auch schon im Hamburger Stadion. Was ich nochmal erzählen wollte, wir haben jetzt somit quasi den St. Pauli-Kader aus der Hinrunde auch komplett spielen lassen. Keine Neuzugänge. Bis auf natürlich Bella Kotschap, aber den haben wir ja schon im Sommer verpflichtet. Und ja, die Neuzugänge im Winter, die werden bestimmt noch reinkommen. Und ich hoffe, die werden sich gut präsentieren hier im ersten Derby. Im Volksparkstadion. Let's go. Lass uns anfangen. Oh, die machen jetzt mächtig Druck. Himmelmann muss rauskommen. Er kommt raus. Kein Elfmeter. Da haben wir nochmal Glück gehabt. So. Daschner jetzt am Ball. Spiel auf Kai Pröger. Der steht leider im Abseits. So, und jetzt nochmal über außen. Kai Pröger ist durch. Kai Pröger ist durch. In der Mitte ist Lukas Daschner. Bekommt den Ball und er haut ihn rein. Er haut ihn rein. 1 zu 0 für unseren magischen FC St. Pauli beim Erzrivalen. Sehr schön. Und das hat sich nicht angedeutet. Spiel auf Augenhöhe. Aber da außen brechen wir dann durch über Kai Pröger. Und er haut das Ding da rein. Sehr schön. Hier sehen wir es nochmal. Und das kannst du dann einfach nicht verteidigen. Volles Risiko genommen. Und dann werden wir einfach mal belohnt für das schnelle Umschaltspiel. Ulreich natürlich gar keine Chance aus 5 Metern. Yes! 1 zu 0. Siebtes Saisontor von Lukas Daschner. Come on, Boys in Brown. Das Ding gewinnen wir hier. Und zur Halbzeit führen wir 1 zu 0. Wir gucken uns die Statistik an. Wie gesagt, wir haben zwar ein bisschen mehr Chancen herausgearbeitet, aber Hamburg hat mehr Ballbesitz und das merkt man auch. Aber wir verteidigen das mit Mann und Maus hinten, machen die beiden richtig stark, gerade Zierreiß. Ich würde aber jetzt gerne zur Halbzeit wechseln und zwar würde ich Rio reinbringen für Kai Pröger. Da merkt man noch ein bisschen die Verletzung an, der ist nicht ganz so fit, aber bei der Vorbereitung war er natürlich da. Genau den richtigen Laufweg gemacht. Hat eine sehr gute Halbzeit gespielt. Jetzt kommt er raus und dafür kommt Rio rein. Der hat sich das eigentlich auch genauso verdient gehabt, wie Kai Pröger von Anfang an zu spielen. Und dadurch teilen die sich einfach jetzt eine Halbzeit. War das alles zu? Spielen wir wieder auf Knoll. Schöner Doppelpass. Rio ist durch. Oh, was für ein Abschluss. Schade. Aber hier sehen wir es nochmal. Ein schöner Doppelpass mit Guido Burgstaller. Ja, und dann ein bisschen verzogen. An den Pfosten, da haben wir nochmal richtig viel Glück gehabt. Alter Falter, hat HSV das schnell ausgespielt. Da haben wir nochmal ordentlich Glück gehabt auf unserer Seite. Ein Pfostenschuss in der 75. Spielminute. Lukas Daschner, geiler Ball auf Karim. Ah, schade. Haut sie da nochmal richtig hart rein. Sehr schön.
Lukas Daschner, ein richtig geiler Ball. Karim mit dem Pfostenschuss. Nein, das gibt's doch nicht. Und das Spiel gewinnen wir 1-0 gegen unseren Erzrivalen. Sehr schön. Ich denke auch. So, meine Freunde, wir gucken jetzt mal. Wir haben Nürnberg vor der Brust. Wir sind Erster, haben 10 Punkte Vorsprung. Und es sind nur noch 6 Spiele, glaube ich, zu spielen. Damit können wir auf jeden Fall im Büro gucken wir mal an, was da so ansteht. Jugendspieler lösen. Nein, Pavel löst einen Vertrag auf einmal aus. So, und hier sind wir auch schon im Stadion von Nürnberg. Guido Burgstaller macht sich warm. 19 Tore geschossen. Eine Traumsaison. Lowens ist da mit einem starken Zweikampf. Sehr schön. Alter, die spielen das ja mit einem heftigen Libero. Rio ist durch. Hau den. Alter Rio, was hast du für einen Abschluss? Der muss aufs Tor, Junge. Oh, jetzt kann es gefährlich werden. Lohkamper. Gott sei Dank spielt da nicht rüber. Nein, 1-0 für Nürnberg. Durch Hack müsste das sein. Das Spielen ist gut. Wir sind da schon dran. Ich wollte aber nicht faulen. Und dann spielt er den da rein und hackt direkt mit dem Abschluss. Versucht noch mit der Grätsche was zu reparieren. Aber kannst du nicht verteidigen. Und das müsste Robin Hack gewesen sein. 8 Tore. Habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel für den Sommer. 1-0. Oh, Burgstaller ist durch. Guido, mach ihn. Und er macht ihn 1-1. Was für eine Antwort. Sehr schön. Guido Burgstaller. Im Regen von Nürnberg haut er das Ding da rein. Hier sehen wir nochmal, was für eine Lücke. Da zeigt er es an. Da will er den schnell hinhaben. Dann machen wir den Ausgleich. Sehr schön. 20 Saisontore Guido Burgstaller. Keine 2 Minuten hat das Ding gedauert, bis wir das Spiel wieder ausgeglichen haben. Marvin Knoll. Burgstaller. Jetzt haben wir die Konterchance. Der lässt sie wieder extrem weit fallen. Karin. Kommt dran. Laufduell gewinnt er. Abschluss. Auf den Torwart. Mann, ey. Also Nürnberg extrem tief. Greifen ja echt nur mit 3-4 Leuten an. Robin Himmelmann, bärenstark. Junge, Junge. Und mein Controller spinnt mal wieder. Guckt ihr das an? Guckt euch das an, Alter. Ich mach gar nichts. So, kann ich jetzt bitte wieder nach vorne rennen? Nein, kann ich nicht. Der rennt immer nach hinten. Was ist das für ein Controller-Bug, ey? Kann ich echt nicht. Der rennt nach hinten. So, jetzt aber. Dittgen über außen. Ey, jedes Mal, wenn ich jetzt die R2-Taste drücke, rennt der nach hinten. Guckt euch das an. Ich lenk da gar nicht hin, ey. Was ist das für ein Scheiß? So, jetzt können wir wieder nach vorne rennen. Und Kofi gleich mal am Ball. Auf Karim, dreht sich gut. Komm, oh, er kommt nicht rein, ey. Kommt gar nicht ins Tempo. Jetzt müssen wir aufpassen, wir sind aufgerückt. Zieh Reis. Come on. Da wollen wir nicht so hart in den Zweikampf gehen. Schon gelb vorbelastet. Ox jetzt nochmal über außen. Kofi geht durch. Come on, das kann... Oh, Mann, ey. Ich hasse diesen Bug, ey. Mein Controller ist kaputt. So, jetzt aber.
Mit einem Doppelpass. Karin zeigt an den Laufweg. Spielen wir natürlich nicht hin. Spielen nochmal über außen. Er ist wieder auf Ditgen. Auf Daschner. Dreht sich. Abschluss. Torwart hält. Schade. In der 90. Minute. 7 Meter vorm Tor. Unglaublich. Stark herausgespielt. Und der muss rein. Der muss rein. Letzte Minute läuft. Noch einen langen Ball vielleicht. Komm schon, Ditgen. Auf den zweiten Pfosten. Nein, was? Da wollte ich den nochmal rüber köpfen. Ärgerlich. Wir spielen unentschieden gegen Nürnberg. Im Endeffekt kann man damit leben. Ich weiß nicht, ich denke, ich lasse mal einen Bug mal drin, damit ihr sehen könnt, wie schrottig mein Controller ist oder halt das Spiel. Interview nach dem Spiel blockieren wir auch. Mann, ey, ist das ärgerlich. So, Heidenheim wartet als nächstes. Wir gucken mal, was der Hamburger SV macht. Wir holen auch nur einen Punkt. Das ist dann soweit in Ordnung. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, hier beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge werden wir die Saison beenden. Und danach geht schon los in die neue Saison und dann sind wir Aufsteiger in der ersten Liga. Und da brauche ich unbedingt eure Hilfe, wie wir uns da verstärken sollen. Klar, junge Talente, aber wir brauchen auch gestandene Bundesligaspieler, weil da haben wir, glaube ich, kaum welche. Und mein Ziel ist es dann natürlich auch, dass wir aber nicht komplett den Kader wechseln, sondern also ich möchte schon 4-5 Spieler mitnehmen, die auch in der zweiten Liga da zu den Aufstiegshelden gehören, sage ich jetzt mal. Und ja, das wird interessant, da brauche ich eure Hilfe. Nächste Folge also den Aufstieg perfekt machen, dann auch den Aufstieg feiern natürlich. Und ja, in der übernächsten Folge geht es dann los in der Planung für die neue Saison. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniere meinen Kanal und bis dann. Ciao.